Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. Ihr seht jetzt gleich etwas, das eigentlich noch in der letzten Folge hätte sein sollen, aber im Schnitt bin ich drauf gekommen, dass es einfach viel zu lang wäre. Deswegen die Mission, wo ich Burg vor Sakai befreie, seht ihr jetzt gleich. Der Wind von morgen bläst erst morgen. Schauen wir mal kurz, was da noch an der Seite ist. Ich meine, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr, ob ihr auch das Let's Play schneller wollt, also mit mehr. Oh. Was passiert hier? Also entweder mit weniger Nebenstory oder mehr Nebenstory. Blutbefleckter Schrein. Was machen wir hier? Schriftrolle lesen. Erstes Frühlingsgrün verfärbt sich schwarz, verwesend, krank durch Blut und Biest, Jäger, weise ab den Tod. Bekämpf menschliche Schwäche. Blutbeflecktes Tanaka. Aber was machen wir hier? Was ist das hier? Wer ist das? Der schaut grimmig aus und der steht hier so auf Dämonen drauf. Ist das jetzt hier geschafft? Was kann man hier? Ein vergessener Schrein, nicht abgeschlossen. Aha. Ist das so wie die Schreine auf Tsushima? Aber da war ja irgendwie immer... Ah, okay, jetzt triggere ich die Erinnerung. Gefallen wie euer Clan. Ach so. Euer Weg führt in den Wahnsinn und Tod. Wow. Das Gift wird immer noch. Wow, wenn man einfach hinfällt und dann das getriggert wird vom Spiel, ist ja auch bitter. Aber ich weiß nicht, was ich hier tun muss an dem Schrein. Ich habe dieses Dings genommen, aber war das eine Nach... Also, warte mal. War das irgendwie ein Hinweis? Ich weiß noch nicht. Vielleicht erklärt mir nachher irgendjemand noch, was man bei den Schreinen machen kann. Gerade checke ich es null. Irgendwas, Blut, verwesend. Vielleicht ist es auch ein... Irgendwie, vielleicht muss ich hier... Vielleicht ist es irgendein Rätsel. Blut, verwesend, Schmerz, Jäger... Ich bin schlecht in sowas. So. Mein eigenes Haiku dazu dichten. Egal, aber wir haben es mal markiert. Das ist schon mal das Wichtigste. Dann lasst uns kurz schauen, wo wir als nächstes hin müssen. Ah ja, dorthin. Da war ja was. Okay, mach mal Schnellreise. Ey, das ist ein Augenblick. Leute, ein Augenblick. Wir müssen von dort aus gehen. Nicht, dass ich wieder irgendwo laufe und dann 12 Milliarden Jahre in der Gegend dumm und dumm renne. Komm, Pferd! Mann, ich wollte im... Ich wollte... Das hast du zu dem anderen Pferd auch gesagt und dann ist es gestorben. Sag das nicht nochmal, Jin. Sollte ich gerade irgendwas anderes sagen, aber Jin hat mich aus dem Konzept gebracht. Ah, ich wollte im Reiten aufspringen, so wollte ich sagen, genau. Ah, im Reiten, im Laufen. Becky Brain. Not working. Totes Pferd, ich muss es anschauen. Weil es triggert sicher wieder irgendwas in mir. Ich konnte dich nicht beschützen. Nein! Er braucht einen Namen. Sora. Licht des Himmels.
Ja. Und wir haben das nie gemacht. Ich meine, ich habe meinen Kase jetzt auch lieb, aber... Oh, Ripsura! So, ich weiß jetzt nicht, wie ich reiten muss. Das ist jetzt so rüber. Ist da kein Weg hoch? So kein richtigen Weg? Jetzt kletter ich doch einfach, I don't care. Wir waren doch da schon oben. Wie bin ich da vorhin? Wie bin ich da beim ersten Mal raufgeritten? Ich glaube, da bin ich geklettert, oder? Ich meine, dass ich da geklettert bin. Aber es muss ja für normale Besucher, die nicht klettern. Aber es ist ein Fort. Da wollen wir keine Besucher. Hm. Point. Jetzt bin ich ja irgendwo. So. Aber der Wind sagt dorthin. Oh, oh mein Gott, das war mal wieder knapp. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Komm, Pferd. Dann nicht. Ist das der reguläre Weg? Ich glaube, das ist der reguläre Weg. Boom! Schade. Na komm her. Hä? Ich check's nicht. So, komm. Das Problem ist, wenn halt zwei verschiedene Gegner sind, ist immer so blöd, dann weiß ich nie, was ich... Haftbombe. Komm her. So, den auch mal. Haftbomben. Da ist er! Das heißt auf jeden Fall, bückt euch! Oder ich schieße! Ja, ja, bist frei, Junge. Habe ich gut gemacht, ich weiß. Danke. So, da gibt es jetzt endlich mal ein bisschen was zu plündern, was ich auch brauche. Dankeschön. Gehört ihr zu Funa? Ja, bevor der Adler uns gefangen hat. Was seid ihr? Eine Art Samurai? Hm. Ein Freund. Fune schickt mich, um euch zu befreien und vor Sakai zu erobern. Der Adler ist zwar weg, aber ihr Kommandant hat hier das Sagen. Kunbisch foltert Gefangene, bricht uns, bevor wir gezwungen werden, das Gift des Adlers zu trinken. Ah. Dann verlässt er das Fort nicht lebend. Geht, meldet euch bei Fune. Ich kann kämpfen, ich werde kämpfen. Bewaffnet euch und helft mir. Okay, geht und dann bewaffnet euch und helft mir. Was denn jetzt? Jin ändert seine Meinung auch sehr schnell. Los geht's! Wupp, wupp, wupp! Möge euer Tod allen anderen gehen. Ihr könntet euren Vater nicht retten. Wieso glaubt ihr, ihr könntet sein Fort retten? Weil ich jemand anderes... Verjagen wir die Mongolen von hier. Brecht die Käfige auf! Befreit sie alle! Irgendwo singt schon wieder einer. Wo singt schon wieder einer? Käfige aufbrechen. Das kriege ich hin. R2 zum Öffnen klicken. Well. Schon, was? Was tue ich denn da lange? Das Aufbrechen, wenn ich einfach R2 klicken kann und... Oh. Oh la 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 la. Da ist er.
doch mal gut sein, Herr. Sehr gut. Haben wir den mal? Falsch doch. Wartet euch und helft mir. Na, hast du Angst? Stirb, Junge. Sehr gut, das war eine schöne Kombination. Wunderbar. Das machen wir gut. Ich bin ein gutes Team mit den Plünderern. Mein Vater wird sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, aber... Vielleicht ist das der Grund, warum ich noch lebe, weil ich nett bin. So, und jetzt... Go, Stöckchen! Ich sollte den Rest der Gefangenen befreien. Ja. Bitte, lasst mich gehen. Machen wir das mal. Schaut ihr, wie lange das dauert? Niemand befreit so Gefangene. Helft mir, wenn ihr könnt. Hier wird... alles geschlitzt. Schlitz, schlitz, schlitze die Schlitz, schlitz. Jagt sie hinaus. Ja, jagt sie hinaus. Ich... sammeln in der Zwischenzeit noch ein paar Sachen. So wie der Typ da. Ich auch gedacht hat, ich sammle erst noch mal ein paar Sachen ein. Greifen wir sie an! Vorwärts! Oha! In der richtige. Los Leute! Kämpft für eure Freiheit! Was habe ich denn noch für Pfeile dabei? Schwere Pfeile. Der hat einfach mal Feuer runtergehauen. Was habe ich denn noch? Rauchbombe. Sehr gut. Rauchbombe! Töten! Ich glaube, keiner von uns kann es sein. Nö. Schon Mongole. Ich will einfach 5 auf einen einschlagen. Aber sonst normalerweise schlagen die Mongolen. Wir dürfen nicht versagen! So, machen wir nochmal Rauchbombe. Kommst du in eine Kombo rein? Das RIP. Oh, ja, okay, 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 okay. Was haben wir noch Schönes? Weg der Flamme. Auch schon lange nicht mehr gemacht. Leute einfach alle anzünden. Warum? Weil ich es kann. Stirb, Junge. Der Weg ist frei. Vorwärts. Ja. Nicht so schnell. Ich muss hier zwischendrin auch immer wieder Sachen einsammeln. Kann ich dir mal alles verschwenden und dann... Wisst ihr, was ich meine? Vor allem, wenn ich hier auch wieder meine Rüstungen ein bisschen... Okay. Ich wollte gerade sagen, da kann es sein, dass er gar nichts ist. Was liegt da? Untersuchen. Oh, jetzt habe ich wieder Flashbacks. Ihr ließt euren Vater sterben. Nein! Ihr ließt euren Vater sterben. Bla bla.
noch irgendwas zum Einsammeln? Blume. Pff, wer braucht Blume? Und fürs Einfärben braucht man Blume, aber ich brauche hier Vorräte, Eisen. Damit ich dann bald den Mega-Affenhelm habe. Was ist das für Geheimgang? So. Kämpfen die gerade die ganze Zeit allein? Scheiße. Wisst ihr noch, wie euer Vater hier hungernde Banditen zur Strafe an Bäume fesselte? Da ist kein großer Unterschied. Oh je. Der Adler wusste, dass ihr zurückkehrt, Samurai. Ihr habt ihren heiligen Trank erhalten. Den heiligen Trank. Ein Geschenk, das sie Kriegern und Prinzen anbietet, die würdig sind, ihre Schamanen zu werden. Das will sie? Mich zu ihrem Schaman machen? Eure Verwandlung hat schon begonnen. Ihr könnt die Gabe annehmen, ihr Schamane werden und lernen, im endlosen blauen Himmel zu fliegen. Oder ich vernichte euch im Namen des Adlers. Ja, dann. Die Gabe ist ein Fluch. Ich unterwerfe mich hier nicht. Ich glaube auch eher, dass das jetzt ein Fight wird und ich sicher nicht ihr Schoßhündchen da werde. Hängen wie die Bauern. Es kann nicht so schlimm sein wie der Typ mit der Rüstung. Okay, ich nehme alles zurück. Das Geschenk war verschwendet. Wo nimmt ihr auf einmal die Lanze wieder her? Ich werde nie ihr Schamane sein. Ich drücke immer zu früh, glaube ich. Boah, das war jetzt eine Dankzeit. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Was macht mir ein Schwert? Oh, ich habe verkackt. Wenn ich jetzt noch einmal getroffen werde, bin ich tot. Oh. Ihr vergeudet das Adlers Geschenk. Ihr vergeudet die Luft, die wir atmen. Oh mein Gott, ja, komm her. Ja, Mann, und schön mit Endstrike wieder. Feigling, tötet sie alle! Holt euch ihre Köpfe! Bitte was? Wo ist er? Wo ist er? Kunbisch. Dich krieg ich. Halt! Wow, das war knapp. Oh Mann, was für ein Showdown. Die werden schlimmer werden. Treiben euch in den Wahnsinn. Hättet ihr die Gabe des Adlers nur angenommen. Boah. Ich mag diese sehr dramatische Cutscene hier gerade. Sakai ist wieder unser.
Wie sie jetzt da mit ihren Pferden und Kahn kommen. Oh, Mama, da haben sie gesehen. Oh, shit, ich weiß nicht, ob man das am Stream, also im Video gesehen hat, wenn meine Kamera drüber war. Aber er reitet da einfach über das Holz drüber. Mit seinem Kahn. Er tötete einige meiner besten Freunde. Endlich hat der Feigling bekommen, was er verdient. Vor allem, wie die alle nur Plünderer heißen, weil er keinen Namen hat. Wir haben ihn gemeinsam besiegt. Aber der Adler wusste, dass ich herkomme. Deshalb ließ sie vor Sakai schutzlos. Damit ich anbeiße und Kunbisch mir ihre Nachricht überbringen kann. Jetzt ist der Dreckskerl tot und sie hat das Fort verloren. Dank euch können wir endlich zurückschlagen. Sammelt alle, die kämpfen können. Und geht zu Fune. Die Frage ist, ob sie damit gerechnet hat, dass ich so reagiere. Mit ein paar Reparaturen hält vor Sakai dem Mongolen stand. Ein guter Plan. Einen Moment noch. Nehmt diese Satteltaschen. Ein Samurai kann die sicher gut gebrauchen. Das kann ich. Vielen Dank. Yeah, Satteltaschen. Wir sehen uns in Funes Zuflucht wieder. Was können die jetzt? Verdoppeln die Munitionsmenge, die du aufnehmen kannst. Zusätzliche Munition landet in deinen Satteltaschen und füllt dein Inventar auf, wenn du auf dein Pferd steigst. Nice. Eine Fratze der Angst und des Schreckens auf Iki, die sich jetzt gegen jene wendet, die sie betrachten. Nein, die sie brachten. Entschuldigung. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ich muss mal gleich mal anschauen. Ich wollte eigentlich Accessoires schauen. Kleidung, hier. Diese Maske kann nicht zusammen mit einem Helm getragen werden. Ach ja. Das ist die Maske von dem Dude. Aber nichts geht über meinen Affenhelm. Kann die Maske leider nicht tragen, weil der Affenhelm einfach regelt. Weil der einfach großartig ist. Gut, Leute. Yeah, Forza Kai ist befreit. Ihr habt es jetzt gesehen. Es ist gerade für mich voll verwirrend gewesen beim Aufnehmen, wie ich das jetzt anmoderiere oder nicht moderiere, wie ich das dann später schneide. Aber hat ja alles gepasst hier. So, wir müssen wieder zurück zu der, Fune, genau. Aber ich habe mir gedacht, bevor wir zu Fune gehen, schauen wir vielleicht nochmal, weiß nicht, reiten wir vielleicht noch ein paar Fragezeichen ab, so einmal hier und dann zu ihr und schauen, was dort auf uns wartet. Ein unentdeckter Ort, ja. Yeah. Und ich muss sagen, ich glaube, dass... Ja, ach Gottchen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr über die Satteltaschen. Diese Satteltaschen sind nämlich deswegen so geil, weil ich sehr oft viel mehr Munition halt einsammeln, als ich tragen kann. Und... Oh Gott, eigentlich will ich damit mit dem Pferd runter. Pferd, ich gehe ohne dich. Und ich sammle eh viel mehr ein, als ich tragen kann. Und wenn das Pferd das jetzt alles quasi für mich aufbewahrt, umso besser. Aber jetzt kannst du dazukommen, Pferd. Ich glaube, jetzt können wir gemeinsam reiten. Wunderbar. Und das, wie gesagt, also ich sammle jetzt die Munition ein, die sammelt sich beim Pferd in den Satteltaschen und sobald ich auf dem Pferd reite, gibt es mir quasi die Sachen wieder. Okay. Mal wieder Herausforderung. Ah, ich spüre es, ich spüre es. Ja, Mann. Was? Was? Wait, what? Achso, da kommen jetzt die... Ich dachte... Hey, ich bin gerade komplett verwirrt. Was passiert? Ja, super. Alter, was? Da kommen irgendwelche Leute zu Hilfe. Ich habe eine Halu. Und ich schaffe da endlich mal so ein Samurai-Ding. Und ich kriege erstmal voll die... Nee. Also, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen... Das ist nicht lustig. Ja, das habe ich schon gehört. Wenn mein Inventar voll ist, kommt jetzt zum Pferd, aber... Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Danke. Ein Mann gegen eine Horde Mongolen. Ja. Wir sollten die Chancen ausgleichen. Vielen Dank. Überfallt weiter ihre Patrouillen. Wir säubern die Straßen und treiben sie von der Insel. Oh Mann, ey. Ich fühle mich... Wirklich, Leute, das war gerade... Ich denke mir, yeah, endlich schaffe ich mal so ein Stand-off, ja. Und Herausforderungen, I can do this. Und dann...
kriege erstmal aufs Maul und die anderen kommen dazu und irgendwie war das jetzt überhaupt nicht meine glorreiche, mein glorreiches Sein hier. Aber gut. Sei es drum. Es gibt übrigens auch neue Rüstungen fürs Pferd. Also wir können auch für unser Pferd neue Rüstungen. Da muss ich mal kurz schauen. Beim Sattel. Habe ich nur den... Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe da nur einen... Also, ja, Heldensattel, aber in verschiedenen Farben, gell? Ja. Sturmwind. Held von Tsushima-Sattel. Benötigt der Banner? Ah ja. Und da brauche ich noch ein paar Banner mehr. Nehmen wir mal Sturmwind, der ist blau, der ist schön. Wobei der rote eigentlich auch gut ausschaut. Wird schon passen. Mein Pferd ist eh immer schön. Ist immer ein schönes Pferd. Katze! Ein unentdeckter Ort in 80 Metern. Oder drüben. Wie zu den Katzis. Sind das hier Mongolen? Ah, es ist ein Rehheiligtum. So viel dazu. Boom! Oh, der hat Geiseln. Nicht gut. So, keiner tötet die Geiseln außer mir. Oh, da explodiert wieder was. So. Boah, kann der sterben? Hä? Warte mal. Jetzt aber. Ich habe die falsche Kampfhaltung, oder? Was hat denn der Schwert? So, der ist tot. Ich weiß nicht, dass die da Geiseln haben. Komm schon. Stehen auf. So, was haben wir noch? Kuna. Auf geht's. Oh, die sind urstark. Wieso benutze ich die nicht öfters? So. Hui. Ha. Oh, jetzt habe ich im Baum geschossen. Dachte, ich kann durch den Busch schießen. Hat leider nicht funktioniert. Well. Alles wird gut. Ist mal hier schön gerettet. Ich komme schon zurecht. Wunderbar. Bitte reist in den Norden der Insel und sucht dort nach der Klippe mit den Möwen. Warum mit den Möwen? Ich sah dort Männer in den Tod springen. In den Tod springen. Der Stamm stellt sie vor die Wahl, sich anschließen oder springen. Das erinnert mich jetzt sehr an Assassin's Creed. Verstanden. Ich sorge dafür, dass niemand mehr diese Wahl treffen muss. Okay. Keiner soll mir diese Wahl treffen. Dann würde ich jetzt sagen, erstmal Rehheiligtum. Meine Mutter liebte die Rehe, verehrte sie. Ich spiele eins ihrer Lieder für sie. Okay, ich bin ready. Komm her, kleines Reh. Shikamaru Nara. Muss ich wieder an Naruto denken. So cute. Ich muss gleich schauen, ob ich das Fenster noch zumache. Ist hier so ein bisschen heller jetzt wird im Zimmer. Meine Mutter setzte sich gern mit mir zu den Rehen und ließ mich Kokinshu-Gedichte für sie rezitieren. Das war schwierig. Wenn ich stockte, sprach sie da weiter, wo ich aufgehört hatte. Sie kannte sie alle auswendig. Wahnsinn. Mit dem Segen des Rehkami können Bögen bis zu 3 Pfeile gleichzeitig abfeuern, wenn genug Munition vorhanden ist. Talisman der Sicht zu Garus. Ah, süß. Das erinnert mich immer an das lustige Video von meiner Schwester und mir. Oh mein Gott, man kann sogar die Rehe streicheln! Also ich glaube, die Macher haben eingesehen, die Leute haben es geliebt, die Füchse zu streicheln. Also
haben sie alles mögliche an streichelbaren Viechern noch mit ein... Oh, wobei, wir könnten jetzt zu den Klippen schauen. Hat sie nicht davon erzählt? Komm, Pferd, wir schauen uns das an und halten die Leute davon auf, in den Tod zu springen. Oha, das ist ein ganzes Lager wieder. Vogel will mich erstmal in die andere Richtung lotsen, aber ich sag, na, Vogel. Hoppala, ich wollte mich ducken. So. Wie mache ich das? Herausfordern. Oder... Brandpfeil. Zwar verschwindet. Mach mal ein bisschen hier. Oh. Attat. Sehr gut. Aber das Hundi. Das Hundi darf mich nicht sehen. Das Hundi erledigen wir gleich mit dem Bogen. Wo ist denn das jetzt? Hoppala, vielleicht nicht unbedingt mit dem Brandpfeil, sondern mehr so mit einem normalen Pfeil. Ach Gott. Passt. So. Wie schaut's mit dem da oben aus? Raufzuschießen ist immer ein bisschen schwieriger. Wenn er runterkommt, umso besser. Oh, shit. Boom. Chakalaka. Sehr gut, okay. Jetzt habe ich ready. Jetzt habe ich Geist ready. Jetzt beklauen wir die da alle noch. Oh, nein, 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 nein. Runter, runter, runter. Ah! Mann, ich wollte nur die Vorräte einsammeln. Aber Jin so, na, ich gehe erstmal, reite erstmal ein bisschen weg. So. Jetzt gehe ich einfach nur noch rein und töte sie alle. Das sind eins, zwei, da oben sind noch ein paar. Sie feiern ihre Verbrechen gegen Ikki. Da oben sind auch noch welche. Schau sie dir an. Da hinten sind ja urviele. What the fuck? Okay. Concentration. So. Und jetzt. Boom! Nein, nicht die scheiß Hunde, Mann! Jetzt habe ich gerade... Oh lol, Leute, wisst ihr was? Ihr wollt nicht wissen, was gerade passiert ist. Ich habe... Oh, das war so dumm. Ich habe gerade auf den Gegner geschaut, anstatt auf mich beim Hinschlagen. Und dachte, warum macht der Gene überhaupt nicht das, was ich tue? Ich war urverwirrt. Oh. Oh shit, Mann. So, ist jetzt alle befreit. Kommt's. Okay, die sind, glaube ich, alle schon hin. Denen ist nicht mehr zu helfen. Ja, wen willst du denn jetzt noch rufen, Junge?
sind alle dead. Aber nicht dead by daylight, sondern dead, dead. Oh, warte mal, da kann ich das so einsammeln. Ja, Aufzeichnungen. Nehmen wir alles immer gerne mit. Böller. Gut. So, jetzt erstmal hoch. Und die schön klatschen. Sehr gut. Yippee! Wuhu! Boah, dass das irgendwie jetzt funktioniert hat. Lucky me. Ja, aber das haben wir auch gut geplündert. Ich meine, ich dürfte jetzt gerne in diese Folge reinschreiben, in die Kommentare, dass das mal eine gute Plünderung war von mir. Okay, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. So, Junge. Jetzt mal den da. Den da. Oh, shit, Mann. Töte einen Gegner mit Tanz des Zorns. Was ist Tanz des Zorns? Ist das eine Technik? Scheiße, das weiß ich doch alles nicht mehr. Was ist denn Tanz des Zorns? Das habe ich mir doch alles nicht mehr gemerkt. Meine Güte. Oh Gott. Oh Gott. Das Spiel will Sachen von mir. Das würde halt Punkte geben. Aha. Tanz des Zorns. Hier. L1. Okay. Passt, das kriegen wir hin. Bam. Gut. Tanz des Zorns L1 ernst halten. Das kann ich. Und jetzt die Leute hier schön gerettet, dass sie nicht mehr von der Klippe springen. Das ist übrigens, ehrlich gesagt, das Nervigste an Ghost of Tsushima, dass man so Cutscenes nicht skippen kann. Hoppala. Meine Legende erhöht. Gut, springe ich. Hui, in Zeitlupe. Okay. Hoppala, ich wollte mich eigentlich nicht verbeugen. Ich wollte eigentlich laufen. Bin aber am Pad angekommen. So, ich glaube, ich habe mit deiner Mama geredet. Falls ihr zur Sasho-Bucht reisen solltet, in den angespülten Schiffswracks dort sollte man Zuflucht finden können. Ich merke es mir. Sind dort noch andere? Ein paar versteckten sich vor den Mongolen und erzählen Geschichten. So, da kann man nicht vorspulen. Das ist immer ein bisschen. Gerade wenn man das Spiel nochmal durchspielen möchte oder nochmal. Haben wir wieder was gehört? Ort aus einem Gespräch hinzugefügt. Herrst. Komm schon, du machst so viel Assassin's Creed Move und dann kommen wir da nicht drauf. Okay. Okay, Chin. Ich muss nicht verstehen. Hier oben etwa. Oh ja, das müssen wir uns natürlich auch gleich anschauen. Wenn hier oben noch ein... Ja, wenn die Mama anruft, muss man rangehen. So, wo bin ich stehen geblieben? Ja, wenn man hier gleich was entdecken kann, dann schauen wir uns das natürlich an. Ich glaube, hier kann man auch hochklettern. Grundsteuern, Haushaltssteuern, Preissteuern... Grundhalt, Steuern. Ich verstehe den Dude. Bei mir ist es mehr Krankenkasse. Ständig will immer jemand was von dir. Hallo, ja gebt mir. Ewige Hoffnung. Daran haftet noch der Duft von Blauregen, der viele Menschenleben überdauern kann. Passt. Das heißt, jetzt haben wir ein schönes Schwert bekommen. Das ist eine schöne Schwertfarbe. Dann ist der nächste Ort, wo wir hin wollten, hier. Die Geisterfälle wollten wir uns noch anschauen. Bist du deppert, Leute. Das schaut so geil aus. Übrigens, PlayStation, die machen voll oft so Fotomode-Contests, ja? Also wenn ihr jemand seid, der gut Fotos machen kann, wisst ihr, mit diesem Fotomodus-Dingens hier und Kameraposition und whatever, dann nehmt da teil. Man kann, ich glaube jetzt gerade Ghost of Tsushima Director's Cut gewinnen. Also es reicht, wenn ihr das Hauptspiel habt, das normale, ihr müsst nicht das Ding haben. Poster... es gab auch mal schon so eine Nanoleaf-Challenge. Also es ist immer wieder so Fotomodus-Sachen. Kann ich da nur sagen, den Twitter-Account auf jeden Fall von PlayStation.de im Auge zu behalten.
Ich bin ja leider nicht so fähig. Aber vielleicht werde ich auch was einsenden. Ich glaube, wenn ihr die Folge seht, es könnte schon der letzte Tag dann sein, vielleicht. Weiß gar nicht. Nein, jetzt ist ein Bogenschießding schon wieder. Aber gut, I try. Super. Kann ich das nochmal verlassen? So. Nochmal von vorn. Oh, viel zu hoch. Ha, es hat getroffen sogar. Geil. Gut so. Ein Schritt nach dem anderen. Okay. Wie habe ich Zeit? 22 wieder nur. Boah, ich bin so kacke in diesem Bogenschießscheiß. Ist ja abnormal. Das hätte sogar gut werden können. Wenigstens kann er schießen. Ah, Silber. Wäre fast drinnen gewesen, um eine Sekunde. Hätte ich hier nicht so verschissert. Aber gut, man muss auf jeden Fall die, Zeitlupe macht. Sonst ist das ja ein bisschen witzlos. Okidoki. Küste der Überlebenden, das haben wir. Aber, ja. Ich würde sagen, wenn ich jetzt so auch auf die Zeit schaue, ist das eigentlich, weil wir haben jetzt eine Hauptmission ja noch fertig gemacht mit der Burg, jetzt noch ein bisschen nebenbei was geguckt, auch ein Fort oder einen weiteren Bereich wieder befreit. Vielleicht machen wir hier einfach erstmal einen Cut und ihr sagt mir gerne, was ihr weiterhin in Ghost of Tsushima sehen wollt. Ich habe ja ein bisschen vorproduziert, wie es euch vielleicht aufgefallen ist. Das heißt, ab jetzt kann ich dann auch noch mehr auf eure Kommentare eingehen und freue mich da auf jeden Fall sehr darauf, das dann auch in die zukünftigen Folgen mit einfließen zu lassen. Jetzt gebe ich euch einen dicken, fetten Sushi-Kuss. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao, ihr Lieben und bye, bye.